Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 164. Folge unseres Podcasts. Liebe Hörer, wir haben mit Michael schon über die subantarktischen Inseln gesprochen. Wir haben über andere tolle Regionen gesprochen. Eine Region, wie er uns verraten hat, die ihn ganz besonders fesselt, ist die Hudson Bay. Und ich freue mich, dass Dr. Michael Wenger heute vom Polar Journal wieder dabei ist und uns heute nochmal verrät, warum es ihm die Hudson Bay so angetan hat. Hallo Michael, grüß dich, wie geht's dir? Ja, hallo Christina. Ja, wunderbar, wir sprechen über ein wunderschönes Ziel, ein absoluter Traum. Es ist wirklich, das ist wirklich eine meiner absoluten, dann wirklich eine der tollsten Reisen, die ich je gemacht habe, oder Reiseziele, die ich gemacht habe, mehrfach dort gewesen. Sensationell. Michael, wenn unsere Hörer an die Hudson Bay denken, dann denkt man in erster Linie an Eisbären, man denkt an Polarlichter, man denkt eben an Kanada generell erstmal. Was fasziniert dich persönlich denn so an der Hudson Bay und wie kommt es, dass du die zu deiner Lieblingsregion zählst? Wie bist du dorthin gekommen? Also was macht die Hudson Bay speziell? Wer sich mal eine Karte anguckt, sieht, die Hudson Bay liegt sowas von südlich des Polarkreises. Sowas von südlich. Aber es ist sowas von südlich. Aber ist Arktis. Also es ist tatsächlich eine arktische Region, weil es ist nicht der Polarkreis in der Region, der für mich als Biologe zählt, sondern es ist eigentlich die Tatsache, die biologische Grenze der Arktis, die geht halt unter der Hudson Bay durch. Das heißt, Hudson Bay ist arktisches Gebiet. Und das sieht man auch, wenn man da ist. Vor allem halt zu den Jahreszeiten, wo es sich dann wirklich rechnet. Das sind in erster Linie was eigentlich später Herbst ist, also November, ist meines Erachtens die beste Zeit, um die Region zu besuchen. Warum? Es ist wahrscheinlich für mich das ist zumindest meines Wissens der einzige Ort, wo man ein Bild machen kann von einem Polarlicht mit einem Eisbären darunter. Und zwar ohne, dass man eine Ausrüstung bräuchte, die man eigentlich an den Bettelstab bringt. Also mit einem 600er Objektiv mit Zweifachkonverter und einer Lichtempfindlichkeit, die im Prinzip eigentlich nur noch das Hubble-Teleskop gehabt hat. Es ist eine dieser Regionen, wo man halt tatsächlich ein Naturerlebnis hat, wie ein arktisches Naturerlebnis, wie kaum irgendwo sonst. Klingt schon mal fantastisch. Wie bist du dorthin gekommen? Zufall. Du konntest nichts dafür. Ich konnte nichts dafür. Ich habe etwas Recherche betrieben, habe mir hab natürlich nach neuen Zielen geguckt, neuen Orten. Es ging darum, wo sieht man am besten Polarlichter. Wir wurden angefragt damals, was ist der gute Ort für Polarlichter. Und dann bin ich auf eine Firma gestoßen, die hat gesagt, ja, wir bieten Polarlichtreisen an, gepaart mit Eisbären. Und da wurde ich dann schon mal da wurde ich schon hellhörig. Kann nicht sein. Ja gut, doch, ich meine, ich kann auch Svalbard Polarlichter sehen und mit etwas Glück in der Distanz einen Eisbären haben, dann bin ich weg. Die haben dann dort Bilder gezeigt von Eisbären, wo man sozusagen, das waren Nahaufnahmen, und dann noch diese Polarlichter, die dort unglaublich schön waren.
wirklich hell, stark und so weiter. Und dann noch dieses ganze weitere Setting. Und was das ganz Spezielle war, es war alles an Land. Und wenn ich Polarlichter fotografieren will, dann möchte ich schon eine stabile Unterlage und kein wackelndes Schiff. Weil auch wenn ein Schiff steht, der Motor läuft, diese kleinsten Verwacklungen schaffen Unschärfen. Und ich habe tatsächlich dann auch später mal geguckt. Also es gibt kein, ich glaube, es gibt keine tatsächlich wirklich gestochen scharfe Aufnahmen von dem Polarlicht, weil es erstens bewegt sich, aber häufig sind dann die halt von einem Schiff aufgenommen. Und da war es so, wir zeigen euch Polarlichter und Eisbären an Land. Und da bin ich dann hellhörig geworden, habe das angeguckt und ich muss sagen, ich war absolut begeistert, denn ich habe dort Dinge erlebt, die haben auch die Guides, die dort mit mir zusammengearbeitet haben, in der Form eigentlich noch nicht erlebt gehabt. Das waren ja nicht deine ersten Eisbärenbeobachtungen. Du bist ja nun auch viel in der Arktis unterwegs. Nichtsdestotrotz, erzähl uns doch von der ersten Eisbärenbesichtigung oder Eisbärenbegegnung praktisch in der Hudson Bay. Wie war das? Wo war das? Was hast du erlebt? Beschreib es doch einfach mal, damit wir so ein bisschen mit eintauchen können in deine Genau, Reise. also die meisten Leute, die halt, wenn die Eisbären und Hudson Bay in Verbindung bringen, bringen das mit Churchill in Verbindung. Ich persönlich bin kein Freund von Churchill, da mache ich auch Auch kein nicht. Hehl draus. Aus dem einfachen Grund, die Bären werden dort auf eine Art und Weise beobachtet, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Diesen Wir riesigen können das ruhig. Pakistan, in diesen Gebieten, da könnte man ewig lange darüber diskutieren. Aber wir Churchill können ist aber es ruhig sozusagen der schildern. Startpunkt. Ich finde, ja, ich finde, wir können es ruhig schildern, weil ich bin da bei dir. Wir sind davon auch kein Freund. Wir unterstützen das nicht. Wir reden von diesen touristischen gepanzerten Unimogs. Du darfst das gerne ausführen. Teilweise werden die Bären gefüttert. Das heißt, man greift auch oder angefüttert. Man greift also auch in den natürlichen Lebensraum und in den Kreis, praktisch Lebenskreis ein und bringt den Bären bei, dass sie nicht mehr auf eigene Nahrungssuche gehen müssen. Man mischt sich in die Natur ein, was ich persönlich sehr schwierig finde, weshalb wir das eben auch nicht unterstützen, diese Reisen. Die Genau, also meisten. das ist auch die Art und Weise, diese Mox, die brettern durch die Tundra, also beziehungsweise durch das Gebiet. Es ist noch nicht so richtig Tundra, aber anfangs hat noch Bäume. Die wissen auch, wo sie ihre Bären haben. Also das ist eben auch das andere. Da fehlt dieser Expeditionscharakter. Und dann sitzt man in diesen riesigen Buggys und beobachtet die Bären eigentlich von oben nach unten. Und dann kommen diese Bären da und ja, also der Blickwinkel ist wie der von einem Schiff, wenn ein Eisbär auf dem Eis ist, man mit dem Schiff ganz langsam und ruhig dorthin fährt. Nur das ist halt nicht die Art und Weise, wie die das machen. Die brettern dort dann hin, stellen sich dorthin und dann kommen die Eisbären, dann kommen dann die Eisbären häufig, weil halt die Tiere dann angelockt worden sind. Ja, es sind halt Eisbären, sie sind sehr neugierig, sie sind hungrig. Da kommt man schon mal, da muss man noch nicht mal anfüttern. Das reicht, wenn man im Prinzip den Duft rauslässt. Auf jeden Fall für mich keine Option, aber Churchill ist der Start für das andere. Da geht man tatsächlich dann raus. Weiter nach Norden, weg von Churchill, weg von diesem, ja, es ist schon fast Massentourismus, wenn man so sagen will, und geht hinaus in die Wildnis. Und da gibt es dann jetzt mittlerweile ein paar verschiedene Anbieter, die da Lodges haben, also Häuschen. Kleine Lodges im kleinen Kreis Genau, da, wo in man der da Natur. halt, wo man sich aufhält. Wo Guides da sind, wo man sozusagen seine Basis hat. Und die liegen so in den Gebieten, wo die Bären immer wieder mal durchkommen. Es kann aber halt auch durchaus sein, dass man Tage da verbringt. Man sieht keinen einzigen Bären. Und Das kann bei das den ist halt Unimogs das aber Risiko. auch passieren. Ich möchte das noch mal kurz festhalten. Also nach wie vor, auch da ist es immer Natur. Bei den Unimogs habe ich auch schon gehört, dass das wohl mal öfter passiert, dass es trotzdem kein Eisbären gibt. Ja, also es ist durchaus mal möglich, dass sie da tatsächlich die Fahrt verkaufen und dann sagen, ja, wir gucken und dann ist halt tatsächlich nichts da. Aber ich denke, sie wissen auch, dass da halt nichts ist. Auf jeden Fall ist man dann draußen, und
Ja, das ist so die Wanderroute der Eisbären. Die wandern, da muss man halt wirklich den richtigen Moment erwischen. November ist ein guter Moment, aber die wandern der Küste entlang. Die warten darauf, dass die Hudson Bay zufriert, weil in der Hudson Bay dann können die Tiere dann aufs Eis und dann endlich ihre Robben jagen. Und die wandern da der Küste entlang, suchen immer wieder mal Schlafstellen, schlafen relativ viel im November. Um Energie etwas zu sparen, aber eben halt auch, um vielleicht trotzdem mal noch irgendwas Fressbares zu finden. Irgendwelche Kadaver von Tieren, die dort gestorben sind. Oder waren vielleicht halt doch mal eine Robbe, die sich an die Küste verirrt hat. Und man sitzt also in diesen Camps und ist sozusagen, es ist wie ein umgekehrter Zoo. Normalerweise sind wir draußen, die Genau, Tiere sind im Gehege, da sind wir im Gehege und die Tiere sind draußen. Und dann kommen, wenn diese Bären dann kommen, hat man halt die Gelegenheit, diese Tiere zu beobachten. In einer relativ sicheren Umgebung. Das sind Guides, das sind Elektrozäune, die aber trotzdem auch für Fotografen, muss man immer wieder sagen, die wollen ja keine groß Zäune genug. dazwischen. Die sind groß genug, dass man dazwischendurch fotografieren kann. Und dann kriegt man eben dieses Erlebnis mit Bären eher etwas näher zu sein. Die Bären können kommen, sie können aber auch einen großen Bogen drum um das Ganze machen. Aber ich hatte halt häufig das Glück, dass wir tatsächlich Bären halt näher ans Camp kommen konnten. Da konnten die Leute tatsächlich auch mal dieses Verhalten von Bären näher schauen. Die Guides in den Camps sind bewaffnet, aber mit Gummischrot. Weil das reicht. Für kanadische Bären reicht das in der Regel, dass die Tiere sonst sozusagen, da muss nur in die Luft geschossen werden, dann gehen die Tiere. Also wenn die Tiere jetzt zu nahe kommen würden, wär's. Wobei ich hatte halt auch schon andere Erlebnisse, wo dann die Tiere tatsächlich ins Camp reingekommen sind. Das ist dann nochmal, da bleiben wir dann alle schön in den Hütchen drin, beziehungsweise in den Hütten drin. Die sind alle auch Eisbären gesichert. Da kommen dann die Bären nicht tatsächlich, da kommen die Bären nicht so schnell, nicht wirklich rein. Wollen auch da nicht rein. Die wollen im Prinzip einmal kurz durchs Camp und dann gehen sie wieder raus. In unserem Fall war es ein Baby, das sich unter dem Zaun hineingekrochen hat, nicht mehr rausgekommen ist. Dann kam Mama. Und weil der Zaun nachts ausgeschaltet ist, hat sie den Zaun einfach niedergerissen. Und dann kam der Kleine wieder raus. Nicht ohne davor aber noch die Tiefkühltruhe zu plündern und tiefgefrorene Hähnchen und eine Büchse Eiscreme zu fressen. Ja, auf jeden Fall, da erlebt man halt wirklich solche Dinge. Und dann gibt es eben auch die Gelegenheit, im November wird es da sehr schnell dunkel. Und dieses Gebiet liegt wirklich in diesem Band wo man Polarlichter unglaublich schön sehen kann. Und auch wenn die Landschaft ziemlich flach ist, also da gibt es keine großen Hügel und Berge und gibt gar keine Wälder mehr, weil man ist schon relativ weit nördlich, gibt es trotzdem wunderschöne Bilder von Polarlichtern, die man dort dann so erleben kann. Und halt lange, weil es wird früh dunkel und dann tauchen die Polarlichter dann relativ rasch auf. Also das ist die, da gibt es aber auch noch Polarfüchse, es gäbe noch die, Also. ja, es gäbe viele, es gibt verschiedene Vogelarten, die auch noch da sind, Schneehühner, Falken beispielsweise, der Greifvögel. Aber in erster Linie ist man natürlich da wegen Polarlichter, wegen den Eisbären und vielleicht noch etwas wegen den Füchsen, die sind nämlich auch sehr süß. Weil nämlich schön weiß. Richtig dieses fluffige, dieses flauschige weiße Fell. Ja, tatsächlich, ja, muss ich sagen, es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Reise. Es gibt zum einen zum Beispiel die Seal River Lodge, die ja definitiv eine der ist, die so perfekt gelegen ist und die du gerade eben beschrieben hast, die wirklich natürlich absolut unglaublich ist und diese Erlebnisse bietet. Polarlichter ist immer eine Magie für sich, absolut. Wie kalt wird's denn? Ja, jetzt kommt der, das kommt, jetzt kommt diese, jetzt kommt diese berühmte Frage, wie kalt wird es? Es wird kalt, weil wir sind da im November, es wird dunkel. Und wenn es klar ist, weil man ja Polarlichter nur in erster Linie bei klarem Himmel sieht,
Wird schon ziemlich kalt. Also wir hatten teilweise Temperaturen bis minus 30 Grad. Das ist natürlich anspruchsvoll für Mensch und Material. Mensch ist noch relativ einfach, weil man kriegt, entweder man hat eigene richtig fette Kleidung. Kleidung, die bis die so tiefe Temperaturen Polarparker. aushalten kann. Oder aber man kriegt es dann vom Anbieter, diese richtig dicken Jacken und Hosen, die richtig festgeführt sind, wirklich gute Schuhe, um der Kälte da halt standzuhalten. Auch die dicken Handschuhe und so weiter. Was natürlich nicht sehr einfach ist, um eine Kamera zu bedienen. Da muss man halt dann durch, kurz Handschuh aus, alles einstellen und dann Handschuh wieder an. Oder Oder man mittlerweile hält, gibt es ja. oder man lässt es halt und dann hat man halt dann relativ schnell kalte Finger. Ja, aber die Kameras, die kommen da schon an ihre Leistungsgrenzen. Und wie fotografiert man Polarlichter? Ich gebe hier einen kurzen Tipp. Viele Leute, man nimmt natürlich einen Fernauslöser in erster Linie, nur Infrarot-Fernauslöser funktionieren bei den Temperaturen nicht mehr richtig. Und kabelgebundene Fernauslöser, meine lieben Zuhörer, die haben tatsächlich die Angewohnheit, bei den Temperaturen zu gefrieren und zu brechen. Haben wir erlebt. Da macht es dann Eine gute und Idee. dann war Ende dem Gelände. Was macht man also? Am besten stellt man einfach auf Zeiteinstellung und setzt dann irgendwie auf den Timer auf 2 oder 5 Sekunden. Ein Stativ ist absolute Pflicht, muss man immer dabei haben. Und dann kann man im Prinzip den Auslöser drücken, wartet 2 Sekunden, bis dann ist die Kamera auch wieder stabil und ruhig und dann kriegt man ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Aber die Einstellung zu machen, das ist das Schwierige. Vor allem bei den Absolut. Temperaturen. Wir haben in anderen Podcast-Folgen schon über die Eintrittskarte, wenn man Richtung Antarktis will, gesprochen. Und so ist vielleicht die Eintrittskarte, dass man doch einmal die Handschuhe auszieht. Oder heutzutage gibt es ja auch Handschuhe, die eben eine Touchscreen-Funktion haben und sehr gut funktionieren, um dann das besagte Bild Polarbär mit Nordlicht praktisch zu schießen. Wir haben eben schon über das Thema Tourismus und auch, du hast es richtig benannt, in Churchill selbst Massentourismus gesprochen. Für wie wichtig hältst du dort einen nachhaltigen Tourismus, gerade weil die Ökosysteme ja auch sehr sensibel sind, um die Eisbären zu schützen? Ist es machbar? Was wird getan vielleicht auch schon? Ja, es ist ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite man will natürlich nicht zu viele Leute, auf der anderen Seite ist der Tourismus für die Leute dort tatsächlich wäre eine wichtige Einnahmequelle. Ein großes Problem, das dort in der Regel nämlich gibt, ist ja auch immer noch diese in Kanada leider Gottes erlaubte Abschuss von Eisbären. Ja, die Jagd auf Eisbären findet in Kanada halt tatsächlich statt, also die Jagd der Inuit auf Eisbären, die halt als kulturellen und auch als Teil der Lebensgrundlage erlaubt ist, sondern eben auch die Trophäenjagd, weil oft passiert es, dass dann halt die Inuit aus Mangel an anderen Einkünften ihre Lizenz an Trophäenjäger sozusagen weitergeben. Die dürfen dann den Eisbären schießen und meines Erachtens ein absolut lächerlicher Aspekt. Das hat mit Jagd nichts zu tun, mit Männlichkeit sowieso nichts. Also wenn ich auf 200 Meter mit einem Hochleistungsgewehr einen Eisbären schieße, dann muss ich mich hier nicht brüsten. Dann ist das eher ein trauriges Zeugnis. Absolut. Bietet sich so die Möglichkeit, die Eisbären halt anders zu sehen und eine andere auch Einkommensgrundlage für die Leute dort zu schaffen. Wir sprechen von der Region, die infrastrukturell halt nicht so erschlossen ist. Es gibt zwar leider auch in der Hudson Bay, es gibt Möglichkeiten für Bergbau, für Minen und so weiter. Da müssen die Leute arbeiten. Aber das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Entsprechend nachhaltiger Tourismus, ja,
Die Leute würden dann nicht die Eisbären schießen, sondern die Leute den Leuten die Eisbären zeigen. Und ein sehr schönes Beispiel, wie das tatsächlich, dass das tatsächlich funktioniert, hat ein Anbieter, der hat sich nämlich frühere Jagdhütten, die benutzt worden sind, um von dort Eisbären zu schießen, einfach gekauft und hat die jetzt sozusagen in Fototemp umgewandelt. Und die stehen da wirklich mitten im Nichts, komplett weg. Von allem stehen diese paar stehen diese Hütten dort, sind ziemlich komfortabel, es wurden natürlich auch entsprechend etwas ausgestattet. Und da ist man halt tatsächlich dann auch nahe an den Eisbären und teilweise dann wirklich so nahe, dass einem sozusagen die Spucke wegbleibt. Auge in Auge sozusagen. Aber wirklich, wirklich Augen Wir haben wir. haben, du hast es eben schon angesprochen, auch das ist eine Frage. Es sind nicht nur die Eisbären und das Polarlicht, sondern wir haben eben auch die Inuit, die indigenen Völker dort in der Region. Hattest du Begegnungen auf deinen Reisen und wie geht sowohl ja, die Inuit-Kultur und die Einwohner, als auch eben die Natur mit dem Klimawandel, der natürlich dort auch massiv eine Rolle spielt, um. Also ja, wir haben natürlich, man hat Kontakt mit den Leuten dort, weil die Guides, das sind lokale Guides, das sind Inuit, die diese Gegend kennen wie kein anderer. Leute, die in dieser Region, in diesen Gebieten aufgewachsen sind, dort geboren, dort aufgewachsen sind. Also die kennen das. Und mit denen kann man sich, man ist ja da im Camp, es gibt nicht viele andere Du Möglichkeiten. bist Also ja man eingesperrt im Zoo. Handyempfang ist weg, also das ist so Freude, oh Freude. Man muss Da sich braucht man, unterhalten. ja genau, da muss man sprechen mit den Leuten. Das ist unglaublich. Und ja, die erzählen dann sehr gerne auch also, über ihr Leben, über die Situation. Und die machen auch keinen Hehl daraus. Also die sind ganz klar, wir jagen, wir schießen Robben, wir schießen Eisbären, wir schießen Füchse, wir brauchen das. Es ist nicht nur Teil unserer Kultur, unserer Tradition, es ist Teil unseres Lebensunterhaltes. Das Fleisch wird gegessen, die Felle werden verarbeitet, die Sachen werden alle verarbeitet. Und das gibt einem einen ganz anderen Einblick, als wenn man jetzt beispielsweise einfach mal so ein Kulturzentrum besucht, wo man ein bisschen was kriegt und dann wieder geht. Da lebt man tagelang mit den Leuten zusammen. Und ich habe viele tolle Gespräche mit den Leuten geführt, viele auch ganz eigene Einblicke gekriegt in das Leben dort. Weil ja, der Klimawandel schlägt dort auch zu. Die Hudson Bay gefriert nicht mehr so früh, wie es noch früher war. Deswegen November. Früher war das im Oktober. Heute ist es November und es wird immer später. Entsprechend für die Leute, die dort leben, die dort auf der Jagd sind, ebenfalls wie die Eisbären Robben jagen, für die ist es eben auch ein Problem. Also das ist die müssen dann halt teilweise mit den Booten raus. Mit den Booten ist aber schwierig, weil da machst du halt viel mehr Lärm, als wenn du beispielsweise, wo du weißt, okay, in diesem Gebiet sind die Robben. Wenn ich da da fahre ich mit den Schneescootern zuerst in eine Stelle und gehe dann beispielsweise Fußweiter. Oder man geht noch mit dem Hundeschlitten raus. Aber es ist eben auch nicht mehr so einfach. Schnee fällt nicht mehr so viel. Es dauert lange, bis eine gute Schneedecke liegt, dass man da auch mit den Scootern unterwegs sein kann. Und wenn dann die Hudson Bay zugefriert, dann ist das Eis häufig nicht so dick, dass man sich auf dem Eis sicher bewegen kann. Und es geschehen viele Unfälle, wo Leute dann tatsächlich verletzt werden oder sogar ihr Leben verlieren. Also das sind echte Probleme, die aber hier, häufig nirgends irgendwie aufgeführt werden. Ja, streng genommen verkürzt sich sozusagen eben auch die Zeit, in der sie wirklich effektiv jagen können. Und das ist natürlich dann wieder auch der Widerspruch, dass man schnell vielleicht auch zu anderen Mitteln greift in der Zeit, wo die Eisbären noch aufs Eis warten und an Land vielleicht auch leichte Beute sind und dann eben doch wieder dieser Jagdtourismus leider auch vermarktet wird, weil man sich nicht anders zu helfen weiß, umso wichtiger vielleicht, dass wir
da einfach auch unseren Teil zu beitragen, indem wir das nicht unterstützen, indem wir auch diese gepanzerten Unimogs nicht unterstützen, die ja letztendlich auch nicht nachhaltig sind, wenn wir überlegen. Genau, und es ist natürlich schon ein bisschen Widerspruch. Man sagt, ja, der Klimawandel weg, und dann reist man aber dorthin, um das zu sehen. Das ist natürlich, ja, aber da gibt es wirklich mittlerweile bei uns mehr als genügend Möglichkeiten, um das zu kompensieren und da einen Beitrag zu leisten, damit man das vielleicht das Ganze doch etwas noch bremsen kann. Ein Punkt, den ich da auch noch gerne einbringen möchte, ist halt die Problematik, dass immer häufiger dann auch wieder zu Unfällen kommt zwischen Menschen und Eisbären, also Zwischenfällen, ja, wo am Ende dann meist der Mensch liegt zwar verletzt da, aber der Eisbär ist tot. Und das ist halt nochmal ein Punkt, der die Population von Eisbären, die in der Hudson Bay etwas besser dasteht als in anderen Regionen, aber trotzdem halt, ja, den Druck immer wieder erhöht, weil da kommen wir in diesem Hudson Bay-Gebiet, weil da viele Punkte zugleich zusammenkommen, steigt der Druck eben auch auf die Eisbärenpopulation. Absolut. Michael, ich glaube, alle haben jetzt ein fantastisches Bild davon und wir stehen natürlich gerne Rede und Antwort, wenn Sie wissen wollen, welche Lodges wir meinen und welche wir eben auch vermitteln von Eisexpeditionen. Es gibt wirklich tolle, nachhaltige Varianten, die aber sehr, sehr komfortabel sind und eben diese unfassbaren Erlebnisse ermöglichen, aber eben auch das mit lokalen Guides durchführen, wie Michael gesagt hat. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese wunderschönen Bilder, die, glaube ich, alle jetzt im Kopf haben. Und ja, freue mich auf weitere spannende Folgen mit dir, liebe Hörer, Ihnen auch. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen herzlichen Dank. Bis bald. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.